Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier und willkommen zurück zu Recore. Und wir gehen natürlich weiter runter. Alle Kerne parat. Der Pylon kann reaktiviert werden. Sieh dich hier mal um. Laufen. Der Pylon funktioniert wieder. Sehen wir uns das von draußen an. Na geil. Verlasse das Steuerzentrum. Na, das war easy. Einfach nur noch raus hier. Okay. Wie funktionieren diese Transferplatten nochmal? Okay. Eine Transferplatte auf der Karte wählen und zu ihr reisen. Mehr Platten für mehr Reiseziele finden. Kapiert. Okay, Kleiner, du könntest eigentlich mal mit uns mitkommen. Bereit, Violet? Haha, da ist der Kurze. Cool, dass sie ihn da anzeigen. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Zurück zum Crawler, würde ich sagen. Das ist unsere kleine Schmiede. Da sind wir gerade. Und das ist die große Karte, nur... haben wir, glaube ich, gar keinen anderen Schnellreisepunkt. Aber ich denke, da sollen wir hin. Tyrannenschmiede. Naja. Ist ja nicht weit, wir sind ja gleich da. Einsames Becken. Ja, wir sollten wirklich zu Jules Crawler zurück, denn wir haben eine Menge Baupläne gefunden. Wirklich kleine, mega kleine Klitzeteile. Klitzekleine Teile, so. Die wir richtig gut in den Roboter einsetzen können. Na, heute noch. Unglaublich. Oh. Dort, Mac. Der Sturm hat jede Menge Sand verweht. Seltsam. Ich empfange ein Signal von einem alten Notsender hinter dem Tor. Der Sturm muss wohl das Signal blockiert haben. Komm schon, Mac. Wir sehen uns das mal an. Wer wacht, muss sterben. Wir
Wir sind noch nämlich viel zu früh erwacht. Dicke, neue, fette Feinde, die Welt von Neu-Eden. Der Sand hat sich bewegt und neue Abenteuer offenbart. Du kannst jetzt nach Belieben abseits der Haupthandlung die Welt erkunden. Suchen nach Verstecken, Verließen, in den Herausforderungen und Gegner reichlich Beute überwacht. Oh, der Sektor ist voller aggressiver Kernbots, Mac. Bevor wir weitergehen, sollten wir zurück zum Crawler, damit ich bessere Teile für dich bauen kann. Ja, finde ich auch. Ah, oh, ich kann einfach so zurück zum Crawler. Nice. Inventar, zurück zum Crawler. Auf jeden Fall. Wir können gucken, ob wir nicht ein komplett neues Bauteil sogar haben und einsetzen können. Und wir können wahrscheinlich einzelne kleine Teile austauschen. Okay, rüsten wir dich auf, Mac. Da sind wir auch schon. Auch zur Werkbank. So. Schauen wir mal die Pläne an. Rote Knochenjägerverstärkung. Wir haben einen neuen Kopf. Wir haben einen neuen Torso. Wir haben die weißen Hinterbeine. Die mega stark sind. Fuck. Wow. Da fehlt uns noch was, verdammt. Aber 8 und 2, wir können ja erstmal das machen, was wir haben. Ah, deshalb ist es so wichtig, die ganzen Teile auch zu finden. Ich kann das Ganze leider nicht vergleichen. Ah, das ist ein abgeschlossener Bauplan, okay. Das heißt, den K9 Hinterbeiner haben wir nicht, okay. 6, 3, 8, 2, 6, 3, 8. Das sind nämlich die Vorderbeine und das sind die Hinterbeine. Machen wir jetzt den Kopf. Ja. Aha. Und jetzt fehlt uns natürlich zu allen anderen Sachen die Scheißteile. War ja klar. Kernbots, wir wollen dich aufrüsten. Ja, du bist kunterbunt, aber das wird noch. Boom. Schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, würde ich erstmal sagen für den Anfang. Kernfusion, da wird ja noch gar nicht drüber gesprochen. Macht deine freundliche Kerne leistungsstärker. Indem du sie mit Kernen, die du schon Kernbots extrahiert hast. Ah, ja, deswegen sammel ich auch die ganzen Teile von denen. Dient zum Aufrüsten des Angriffs deiner Kerne, wodurch sie im Kampf mehr Schaden zufügen. Gelbe Funktionen sind nur Verteidigung und blaue der Energie. Dann wollen wir mal gucken. Wir können seinen Angriff stärken, seine Abwehr oder seine Energie. Angriff? Wie, das kann ich jetzt so steigern? Moment. Ist ja voll geil. Ja, warum nicht? 39, komm, wir machen auf 40. 65. Ah, okay. Aber ich brauche die Dinger auch garantiert zum Upgraden. Also sollte ich sparsam damit umgehen. Hier können wir vielleicht mal auf 100 gehen. Warum nicht? Ja, und das können wir erstmal so lassen. Hier haben wir unser kleines Lager. Hier sind alle Materialien, aber okay. Stärker! Immer stärker! Gut siehst du aus. Und jetzt wieder zu diesem Notsignal. Hey, da können wir noch eine Schnellreise machen. Hey, Violet! Hier haben wir doch so ein kleines Tor. Pylon, bla bla bla, einsames Becken. Einsames Becken. Und von da aus werden wir weiter erkunden. Auf geht's, Violet. Ja, Ladezeiten sind krass lang.
lange nicht mehr so welche gehabt, also fuck. Ah, hey, wir kommen so langsam im einsamen Becken an. Da sind wir nach gefühlter Minute. Minute kommen wir eigentlich ganz gut hin. Mit. Ja, wir brauchen die abgenutzten Nieten und Teile. Ist ganz wichtig. Okay, ich würde sagen, wir geben dem Notsignal einfach mal eine Chance. Und vernichten noch auf dem Weg ordentlich. Stürmt der los? Oh, der macht auch richtig guten Schaden. Fuck. Boah, hat das gesessen. Einfach mal killen. Wo ist der? Wo ist der? Bitte. Sandstürme auf der Erde sind nichts im Vergleich zu denen auf Neu-Eden. Hier wüten Stürme tagelang, verschieben riesige Mengen Sand und verändern die Umgebung komplett. Verschieben die Umgebung komplett. Piu, 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 piu. Von hier kommen wir nicht zum Tor. Wir brauchen einen anderen Weg hoch. Einfach über die Plattform. Ne, von hier starten wir nicht. Ich denke, von hier ist ziemlich gut. Hi. Wo gibst du deinen Kern her? Worauf du einen lassen kannst. Hey, kleiner Kauz, du kommst mit. Ich muss das Energiefeld deaktivieren, um auf die Schwebeplatte zu kommen. Ah, wo zum Teufel ist das Ding? Wo musst du rein? Oder können wir dich einfach da an die Schwebeplatte reinstecken? Glaube ja. Nee, da hinten. Da hinten, da hinten, da hinten. Na komm. Einfach mal raus damit. Da hinten liegt, glaube ich, auch noch irgendwas. Aber erstmal hier lang. Boom, einer ist drin. Hat aber da hinten nicht die Platte deaktiviert, leider. Egal, da hinten ist noch einer. Kaboom. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch weiter hinter. Und rein da. Ah, da hinten leuchtet es.
Dann haben wir dich. Mac hat direkt auch was gefunden. Weiß gar nicht, warum ich die alle direkt dahin bringe. Können eigentlich auch noch den anderen Ausschau halten. Ich glaube, die folgen mir einfach. Egal. Rein da. So, jetzt müssen wir mal gucken. Er hat fast gesagt, da oben die Plattform. Ich denke, wir können das Ding deaktivieren, hundertprozentig. So einfach geht's. Ich dachte, wir müssen da groß rumfummeln, aber nö. What the hell? Uh-oh. Irgendwas sagt mir, das aktiviert sich gleich wieder. Und wieder eingefunden. So, dann können wir hier hin. Ich gehe aber mal kurz hier gucken, was es da gibt. Kleinen Abstecher machen. Aha. Ja, ich setze den Kern einfach ein. Höhlen hast. Tja, dann erforschen wir mal. Auf geht's.